Wir können doch eh nichts gegen den Klimawandel machen. Von wegen. Das immer größer werdende Ozonloch war auch mal in aller Munde, doch dann wurde eingegriffen und mittlerweile lässt sich richtig viel Positives berichten. Seit 2012 wird das Ozonloch kleiner und UN-Experten gehen davon aus, dass es sich innerhalb der nächsten 4 Jahrzehnte komplett schließen könnte. Verursacht wurde das Ozonloch vor allem durch das Treibhausgas FCKW. Dieses wurde 1987 gemeinsam von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen verboten. Die Welt war sich einig, es muss was getan werden. Bis zum endgültigen Ausstieg im Jahr 2000 steckten FCKW-Gase in vielen Produkten des täglichen Lebens. In Kühlmitteln für Kühlschränke zum Beispiel oder als Treibgas in Spraydosen etwa für Haarspray. Politiker, Wissenschaftler und Umweltverbände zogen damals an einem Strang und nutzten die Übergangszeit, um gemeinsam an Alternativen zu arbeiten. Und heute kommen wir bis auf geringe Mengen für Medikamente ganz ohne FCKW-Gase aus. Könnte das vielleicht ein Vorbild für den Kampf gegen den Klimawandel sein?